Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich mal wieder ein MLO für euch. Und zwar einen Jim. Und ich würde sagen, wir gucken uns auch glatt das gute Stück einfach mal an. Auf der Karte befindet sich das Ganze dann auch schon hier. Ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal nach oben. Denn oben stehen auch die ja, Trainingsgeräte. Das war's dann auch schon wieder und ich würde sagen, wir kommen direkt zur Installation. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. So, wenn wir uns das gute Stück dann heruntergeladen haben, dann haben wir diese ZIP-Datei und diese müssen wir einmal auspacken. Dann haben wir diesen Ordner und ja, hier kopieren wir uns schon mal den Namen einfach raus, gehen dann hier in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner und gehen dann zurück und gehen in die Server-CFG. Und hier müssen wir das gute Stück nur noch starten, speichern und schließen. Jetzt müssen wir nur noch den Server neu starten und wir haben die Map erfolgreich installiert. In der ZIP-Datei findet ihr auch nochmal die Koordinaten. Die könnt ihr euch dann einfach hier rauskopieren und euch dorthin teleportieren. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.